So lieben Kunden ihre Marke und werden zu Markenbotschaftern. Fünf Ideen aus dem Buch Love Brands von Silvia Danne. Idee Nummer 1. Kunden zahlen mehr für Marken mit einer hohen Anziehungskraft. Die Geschichte von Nespresso begann mit einer einfachen, aber bahnbrechenden Idee. Jeder kriegt einen Espresso so gut hin wie ein Barista. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das Herzstück des Konzepts ist die sogenannte Nespresso-Trilogie. Portionierter, hochwertiger Kaffee für jeden Geschmack, eine Fülle an cleveren, stilvollen und einfach handzuhabenden Kaffeemaschinen und exklusiver Kundenservice über den Nespresso-Club. Das Unternehmen setzt konsequent auf ein Luxus-Image und generiert seit dem Jahr 2000 jährliche Wachstumsraten von 30%. Das Nespresso-Beispiel veranschaulicht sehr gut die Stärke einer Marke. In der freien Wirtschaft werden viele vergleichbare Produkte und Dienstleistungen angeboten. Bei derartigen Angeboten besteht immer eine hohe Preissensibilität. Anders ist es dagegen bei Marken, die von den Kunden regelrecht geliebt werden. Marken, die eine hohe Anziehungskraft auf die Zielgruppe haben, können jenseits der üblichen Preisschwellen angeboten werden. Hier sind die Kunden bereit, das Mehrfache zu zahlen. Idee Nummer 2. Starke Marken basieren auf 6 Erfolgsfaktoren. Die Analyse von starken Marken hat gezeigt, dass es 6 Erfolgsfaktoren gibt, die dazu führen, dass Kunden Marken lieben. Erstens, Emotionen, die bewegen. Kaufentscheidungen werden sehr stark durch Gefühle bestimmt und weit weniger rational getroffen als lange vermutet. Zweitens, Bewusstsein, das Werte schafft. Da unser Leben von vielen Unsicherheiten geprägt ist, schätzen Konsumenten solche Unternehmen, deren Mission und Vision mit ihren Werten übereinstimmen. Drittens, Leidenschaft, die motiviert. Emotionen werden von Hormonen verstärkt, die damit unbewusst Neigungen sowie Interessen für Marken verändern und somit auch die Leidenschaft bestimmen. Viertens, Innovationen, die faszinieren. Innovationen sind feste Bestandteile der Markenwelt. Sie sind eine lebendige Verbindung zwischen Tradition und Zukunft. Fünftens, Erzählungen, die begeistern. Kunden sind bereit, für Marken mit einer guten Geschichte ein Vielfaches zu bezahlen, als für vergleichbare Wettbewerbsprodukte, die eben nicht mit einer entsprechenden Geschichte versehen sind. Sechstens, Nummer 1 sein und bleiben. Über die 6 Erfolgsfaktoren schafft es eine Marke, sich langfristig gegenüber dem Wettbewerb, vor allem aber in den Köpfen der Konsumenten als Nummer 1 zu positionieren. Idee Nummer 3. Der Social Selling Proposition gehört die Zukunft. Die Unique Selling Proposition oder USP genannt, ist vielleicht einigen aus der BWL-Vorlesung bekannt. Dabei handelt es sich um eine Bezeichnung für den vom Kunden wahrgenommenen Wettbewerbsvorteil. Im Vordergrund steht bei diesem Konzept die Frage, was ist bei meinem Produkt besser als bei dem Produkt des Konkurrenten? Wie bereits dargestellt, zeigt die moderne Hirnforschung jedoch, dass Kaufentscheidungen nicht nur auf rationaler, sondern auch auf emotionaler Ebene getroffen werden. Aus diesem Grund geht der Trend mittlerweile zur Social Selling Proposition. Dabei ist die Idee, soziale Bindungen und Zugehörigkeit zur Marke und zu den Menschen zu schaffen, die dieser Marke ebenfalls verbunden sind. Da eine Marke symbolisch und stellvertretend für bestimmte Wertvorstellungen steht, fühlt sich der Kunde zu dieser Wertgemeinschaft hingezogen. Er wird Teil dieser Gemeinschaft. Er wird Teil der Community dieser Marke. Er ist mit seiner Marke so stark verbunden, dass er sich für seine Marke engagiert und ihr auch gern wieder etwas zurückgibt. In diesem Sinne wird er zum Markenbotschafter und die Marke zur Love Brand. Idee Nummer 4. Starke Marken nutzen das Potenzial ihrer Community. Der Erfolg von starken Marken beruht auf gelebten Wertegemeinschaften, beruht auf der Verbundenheit der Mitglieder in einer gemeinsamen Community. Eine Community kann grundsätzlich von einem Unternehmen oder von den Mitgliedern selbst gegründet und betrieben werden. Diese Communities zeichnen sich durch eine extrem hohe Markenloyalität und Weiterempfehlungsquote aus. Ein erfolgreiches Beispiel für eine starke Community liefert GoPro, das 2002 in Kalifornien gegründete Kameraunternehmen, das kleine, wasserdichte und ausgesprochen robuste Videokameras herstellt, animiert seine Kunden, die schönsten Momente ihres Lebens auf ihrer GoPro festzuhalten und auf den Social-Media-Plattformen von GoPro zu veröffentlichen. Tausende von Kunden, die tagtäglich diesen Aufrufen folgen, ließen GoPro zu einer der führenden Adressen für faszinierende Videos werden. Die Kunden entwickeln durch die mit GoPro-Produkten aufgenommenen Videos die Geschichte des Unternehmens, das so ohne große Kosten von einem einfachen Kamerahersteller zu einem legendären Lifestyle- und Medienkonzern mutiert und dabei die Marke GoPro entsprechend auflädt. Wenn Kunden dazu animiert werden, sich selbst einzubringen und die Markenstories mitzugestalten, mitzuentwickeln und mitzusteuern, wird auch von Storymaking gesprochen.
Idee Nummer 5, vom Marketing 4.0 zum Unternehmen 4.0. Auch die Strategie eines Unternehmens wird sich ändern. Letztlich soll eine gute Strategie ein Muster sein, mithilfe dessen Entscheidungen getroffen werden können. Dieses Muster sollte Aussagen darüber erleichtern, was das Unternehmen in Zukunft anbieten möchte und was nicht, welche Kunden zu der Gemeinschaft gehören sollten und welche nicht. Jede Gemeinschaft definiert sich über gemeinsame Werte. Bisher begann jede Strategieentwicklung bei der Vision des Unternehmens, bei dessen Leitbild. Und dieses Leitbild besteht aus Werten, die zu den Fundamenten einer Gemeinschaft werden, zu der Kunden ebenso gehören wie das Team eines Unternehmens. Verkaufen in der heutigen Zeit wird Netzwerk und damit auch gemeinschaftsorientiert sein. Die Vermittlung von Werten wird immer wichtiger werden, ebenso die Pflege einer Gemeinschaft. Der Vertriebsmitarbeiter von früher hat jetzt eher eine moderierte Rolle in einer Gemeinschaft. In dieser Rolle spricht er quasi nebenbei eine Kaufeinladung aus. Das waren 5 Ideen aus dem Buch Love Brands von Silvia Danne. Wenn dir das Video gerade gefallen hat, dann gib dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und schreib uns einen kurzen Kommentar. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, ankündigen zu dürfen, dass wir in diesem Jahr in 6 verschiedenen Städten Community-Treffen veranstalten werden. Wenn du mit dabei sein willst, wenn sich Leute zusammentun und sich gegenseitig unterstützen, dann findest du alle weiteren Informationen in unserer Facebook-Community. Wir werden in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Köln und Frankfurt sein. Die genauen Daten, wie gesagt, in unserer Facebook-Community. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich.